Jawohl, Herr König, ich habe alles verstanden, begriffen, kapiert und vergessen. Kasperli, Kasperli, was hast du? Also, ich muss den Thronsaal aufhängen, die goldigen Sessel wichsen, Fähnen polieren, Kronen wischen und die Sonntagsschuhe abstauben. Kasper, ich sehe schon, du machst wieder mal alles durcheinander. Ja, gell, das ist reinst Birchermüsli. So, mach dich jetzt an die Arbeit, so wirst du fertig bis zum Mittag. Wenn alles in Ordnung ist, darfst du beim Geburtstagsfestessen auch dabei sein. Oh, oh. Es gibt wieder einmal Pudding. Brot-Brösmeli-Pudding mit Zwieback. Das ist gut. Herr König, das ist aber schon ein bisschen gespäderässig, dass es am Wurzeltag vom Prinzessli etwas zu essen gibt, was sie gerne haben und nicht etwas, was das Prinzessli mag. Kasper, du weißt ja, dass unser Prinzessli einen Weg nie nichts ist. Darum ist es ja so dünn und schlank. Richtig, ja. Unser Prinzessli Seidenfädeli hat ja ein Mägeli wie ein Vögeli. Wenn es ein einziges Erbsli gegessen hat, hat es schon genug. Und wenn es Hörnli gibt, muss man ein Eis aber anschneiden, weil es nicht ein ganzes Hörnli mag. Ja, ja, es ist wirklich ein Zeug mit dem Kind, dass es nicht essen mag. An einem schönen Tag verhungert es mir noch mein arm Prinzessli. Nein, 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 da sorge ich schon dafür. Ich tue ihm heute zum Mittag etwas köcheln, wo er so fein und gut und wunderbar ist, dass er sicher eine ganze Schüssel davon ist. So? Was denn? Ja, Herr König, das ist ein Geheimnis. Das verrate ich nicht. Also, ich is lieber ein grosser Pudding als eine Schüssel voll von deinem Geheimnis. Und jetzt aber los, Kasper, jetzt muss gewerkt werden. Ich muss auch gehen. Ich muss auf den Thron. Ich habe einen Haufen zu regieren. Adieu, Kasper. Adieu, Herr König. Potz, Holz, Zöpfel und Zipfelkappe. Jetzt muss ich aber in die Hände speuzen, sonst werde ich dann nicht fertig bis zum Geburtstag. Wo soll ich auch noch anfangen? Ich glaube, am gescheitsten ist, ich mache zuerst einmal ein Päuschen. Guten Tag, Kasper. Du hast ein bisschen Faulenzen. Jetzt schau auch das, Prinzessli. Gutes Morgen, die liebe Seidenfädeli. Nein, nein, ich tue nicht Faulenzen, ich tue studifizieren. So, so. Was studierst du denn? Mit was ich soll anfangen zu arbeiten. Jetzt fangst du einfach einmal frisch und munter vorne an. Dann geht's am schnellsten. Meinst du echt? Sicher, Kasper. Komm noch. Ich hilf dir. Ja, nein, 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 Prinzessli. Du musst mir doch nicht helfen. Und dann erst noch an deinem Wurzeltag. Das kommt gar nicht in Frage. Das wollte ich nicht haben. Das darf ich doch nicht annehmen. Das ist ja lieb von dir. Das finde ich wirklich nicht, dass du mir helfen willst. Aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Weisst, ich helfe dir auch. Du musst nicht alles allein machen. Es ist nämlich gar nicht so viel Arbeit. Wenn ich dir auch ein bisschen helfe, dann bist du gleich fertig. Komm jetzt. Vorwärts an die Arbeit. Tra, 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 lala, tra, 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 lala. Der Kasper muss an die Arbeit gehen und das Prinzessli hilft ihm noch. Kasper, Kasper, wo steckt denn der Kerli wieder?